Hallo liebe Fabela Gaming-Zuschauer, hier ist Fabian, ich bin zurück in The Bunker. Ich habe tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, das Spiel auch auf Deutsch einzustellen. Gestern habe ich nicht in die Optionen geguckt. Normalerweise ist das ja auch nicht mehr üblich, weil man bei den meisten Apps automatisch die Sprache ausgewählt bekommt, die auch das Gerät hat. Bei The Bunker war das nicht der Fall. Also vielleicht habe ich dem Spiel gestern Unrecht getan. Man braucht vielleicht doch nicht so gute Englischkenntnisse, weil die Texte dürften jetzt alle auf Deutsch sein. Vielleicht auch nicht alle. Wir werden uns das jetzt mal anschauen. Wir müssen auf Level 4, weil der Luftfilter kaputt ist. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Ja, da war das doch, glaube ich, oder? Level 4. Ich finde es schon spannend gemacht hier mit diesen Überwachungskameras. Ich meine, im ersten Teil war es ja noch nicht so gruselig. Aber wir mussten den Strom ausschalten, weil es ein Problem gab. So, dann. Unser Held hat offenbar keine guten Erinnerungen an da unten. Ich möchte auch nicht allein in so einem Bunker sein. Level 3, du musst auf Level 4, Junge. Müssen wir jetzt hier erst in Level 3 durchmarschieren? Ah, ist das finster hier. Mal Licht an. The War Room. Okay. Was soll das mit diesen Figuren? Mr. Churchill, it's an honor, sir. So out with it. What couldn't you tell me yesterday? There's no hope for any of them. I don't know. It's not radiation poisoning. The water's clean, the air is clean. It's not the food. And yet the symptoms. Can't shake the feeling that someone is up to something. Damn it, George. We don't have time for your fantasies. You need to figure this out with facts. We don't know where this thing comes from or how it will spread. We have no cause. We have no cure. We just don't have the resources to deal with it. There is no help. There is no cavalry. It's just us. So get yourself together and fix this. Do you understand me? What's that? Cooling system. I'm sorry, Mr. Bishop. I'm just on edge. This place, it's full of ghosts. Ja, also es gibt offenbar irgendwas, was die Leute dahin rafft. Und es ist nicht die Strahlung. Es ist nicht die Strahlenerkrankung. Confirmed dead, confirmed dead. Emergency access only, was haben wir hier? Was war das?
Was hat's damit auf sich? Da hat doch gerade irgendwer mit einer Axt eingeschlagen. Auf wen? Mit dieser Maske? Ist hier mal irgendwer rumgelaufen und hat die Leute erschlagen? Ja, Protective Clause. Lesen. Aha, im Falle eines nuklearen Strahlungslecks dienen folgende Objekte ihrem Schutz. Prüfliste für Komponenten. Schutzkleidung, inklusive Handschuhen, Stiefeln und Kapuze, Atemausrüstung, Strahlungsmessung, gewährter Schutz. Schließen Sie mal sämtliche Reißverschlüsse und Gurte. Also, ihr seht, man braucht immer noch reichliche Englischkenntnisse. Aber einige Texte sind jetzt auf Deutsch. Ja, das brauche ich jetzt nicht nochmal. Gut. Dann gehen wir mal durch diese Tür. This door only opens in an emergency. Wir sind ja eh auf dem falschen Level. Wir müssen ja auf Level 4. What we don't know for certain is the contamination levels. We can calculate the likely fallout and its effects, but we don't have any good model for anthrax spore spread, or even how it's affected by radiation. Look, we do know from reports at AE3 in Oxford that anthrax was used in Wave 3. We've just got no idea of the extent of it. It's not as if we can go up and test anything. We can't even count the bodies. Level 3. Wir haben die Schutzkleidung, okay. Brauchen wir die, um in Level 4 zu gehen? Warum brauchen wir die Schutzkleidung, um in Level 4 zu gehen? Es gab offenbar gute Gründe, nicht mehr hier runter zu gehen. Sieht nicht so gut aus. Ist das der Luftfilter hier? Die Luftfilteranlage? Oh. Das erklärt, warum wir die Maske brauchen. I can't see anything. Ja. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas unternehmen. Filter broken or obstructed. Replace filter. Disconnect pressure at main valve before continuing. Main Valve, wo ist das? Status offline. Air Filtration Unit Check, Day 18th of October 95. 1611. Check by BJT. Primäre Luftfilterung läuft. Unit running okay. Cleaned out and replaced filters. Habe sie gereinigt und die Filter gewechselt. Habe zur Sicherheit auch das Backup-System geprüft. Die Messwerte sind hoch, aber Frank meint, ein Wechsel ist im Moment nicht nötig. Soll mir recht sein. Wir haben ohnehin nicht mehr viele Filter für das Hauptsystem. Die Dinger verschleißen wesentlich schneller als gedacht, weil die Strahlung draußen höher ist als erwartet. Frank sagt, wir müssen mit Bishop über unseren Lagerbestand reden und uns langfristige Gedanken machen. Unterzeichnet PJ.
Ja, verstehe. Was ist das da? Accident, was? Accident Report. Angefertigt von Hurley. 12. August 92. Habe den geplanten Test des Backup-Filtersystems durchgeführt. Die Strahlung war viel zu hoch, über 500 REM. Ich sehe nur rote Lampen. Ich dachte, es liegt am Filter. Habe ihn gewechselt, selbes Ergebnis. Habe einen Geigerzähler an einen Stock gebunden und die Innenseite damit gemessen. Der untere Belüftungsschacht wird von kontaminiertem Staub verstopft. Keine Ahnung, wie er da reinkam. Vielleicht ein Haarriss oder der Filter war der unerwartet hohen Belastung nicht gewachsen. Das ist richtig übel. Wenn wir es nicht zerlegen, reinigen, neu versiegeln und dekontaminieren, ist das Ding nutzlos. Wir haben kein Backup-Filtersystem. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Wir haben keinen sauberen Raum für die Reinigung. Bishop zuckt nur mit den Achseln. Halt den Ball flach, Frank. Du beunruhigst die Leute nur. Scheiße, was verschweigt er uns noch alles? Ja, toll. Und jetzt? Ja, wir kommen da nicht durch, ne? Ja, wir müssen erst... Wir müssen erst dieses Hauptventil irgendwo schließen. Aber ich weiß gar nicht, wie wir zurückkommen. Ah, hier, zurück. Nee, da kommen wir nur hierhin zurück. Also wir müssen hier irgendwo irgendwas machen können. Hier vielleicht... Ah, da oben, da oben. Jetzt können wir erst hier hin. Wir mussten das eben erst lesen, um zu erfahren, was wir machen müssen. Alles klar. Ich wollte mehrmals tippen. Komm schon. Schon viel freundlicher. Jetzt können wir doch hier lang gehen. Wir haben zwar noch nichts repariert. Aber es ist erstmal freundlicher. Der Geigerzähler. Okay, sind das die Filter? Der sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Da haben wir Ersatz. Ach so. Ja gut, aber wir müssen den Kram erst loswerden. Hoffentlich hat er da genug für den Rest des Lebens. Okay, den anderen brauchen wir uns nicht anschauen. War nur der eine kaputt? Soll mir recht sein. Okay, müssen wir gucken wir mal am Computer, was das System sagt.
Air Filter replaced. Reconnect pressure at main valve to complete procedure. Gut, machen wir. Zurück. Und wieder aktivieren. Jetzt hör mal auf hier. Wer hat er denn die Leiter hingestellt, bitte? Mann, so ein... Komm schon, das war jetzt nicht nötig. Steh auf! Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehen will. Ich nehme an, unser Charakter macht sich auf den Weg in die Krankenstation. Hat jetzt den Arm gebrochen, ne? So wie es aussieht. Noch mehr Stockwerke. Wow. Tippen. Komm schon. Nein. Ich will nicht hier unten im Bunker versauern. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich komme nicht mehr raus. Ah, Hilfe. Ein kleines Stück. Aber sowas Dämliches, ne? Das ist ein typischer Haushaltsunfall, ne? Wenn die Leiter umfällt. Das ist natürlich auch super, wenn man keinen Arzt oder so für sowas hat. Nee, nee, das will ich nicht sehen eigentlich. Nee, das will ich wirklich nicht sehen. Ah. Ich bin da empfindlich.
Ich sag nichts, ich warte einfach, bis die Szene vorbei ist. Jetzt zieht das doch nicht so in die Länge. Oh, nochmal schöne Großaufnahme. And she's no better. Vomiting, bleeding, diarrhea, liver failure, it's got to be. It can't be radiation sickness. Your beast. Of course it can. This place probably leaks like a sieve. It was built by the lowest bidder. No one thought there'd be a real war. No bishop said that we'll be safe here, but honestly, George, do you believe me? I'm sorry. No, don't worry. Where's the Linden? You never had it from Mrs. Harrison. Yes, but there were two unopened bottles there on Monday. We have to keep on top of the stock. We can't have nothing. Ay, ay, ay. Ja, was haben die Leute nur? Schmerzmittel wäre jetzt gut. Warning. Lindan dient der gezielten Behandlung von Läusen und Scabies bei Patienten, die auf adäquate Dosen nicht ansprechen oder Intoleranzen gegenüber anderen Therapien aufweisen. Vermeiden Sie Kontakt mit dem Gesicht, den Augen, der Nase oder dem Mund. Spülen Sie betroffene Regionen bei Kontakt mit der Lösung mit reichlich Wasser aus. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Lindan eingenommen wurde oder die Reizung anhält. Tragen Sie Lindan nicht auf offene Schnitte oder Wunden auf. Dadurch könnte der Körper einen zu großen Anteil des Wirkstoffs aufnehmen, was gefährliche Folgen haben könnte. Ja, nee, das müssen wir doch jetzt nicht nehmen, oder? Ah, jei. Schon besser. Muss der da diese komische Klammer nehmen, um das zu schieben? Hat der nichts Besseres? Ah. Dramatische Minuten. Und der Luftfilter geht auch immer noch nicht. Oh, jetzt geht der Alarm schon wieder los. Radiation Warning. Evacuate Bunker immediately. Weil das Luftfiltersystem noch offline ist. Beziehungsweise nur das Backup-System online ist.